So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum Royal Rumble Match. 30 Man Royal Rumble Match. Der Gewinner geht nach WrestleMania in den Hauptkampf, in den Main Event. Und Nummer 1 von 30, ich schieb mich mal nach links, zwei kommen wahrscheinlich nachher alle rechts rum, ist AJ Freaking Styles. Und Styles hat eine Mission, Styles hat Bock, war mal kurze Zeit Hardcore-Champion und versucht natürlich seinen Weg zu bahnen, um am Ende vielleicht doch nochmal mit 45 einen Main-Event von WrestleMania zu bestreiten. Wäre sehr erst seines Lebens, hätte sich aber auch verdient. Und sein Gegner, die Nummer 2, Number 2, Bobby Lashley gegen AJ Styles. So startet der Royal Rumble, unser allererster Royal Rumble der YouTube-Aufnahmegeschichte, und erstmal ein Military Press von Bobby Lashley, der da seine Macht, seine Demonstration zeigt. Zack, bam, face, bam. Da geht's auf die Eumel von AJ. Und nochmal, Bobby Lashley gegen AJ Styles. Die ersten beiden in unserem Royal Rumble. Was macht Bobby? Styles geht face first. Wer ist Nummer 3? Es ist Triple H. Jungs, der Boss höchstpersönlich hat gedacht, Jungs, ich habe keinen Bock mehr, das mir anzugucken. Triple H ist nun im Ring als Nummer 3. Das sind alles White Guests. Also ich habe eigentlich eine Reihenfolge, Einzugsreihenfolge gemacht, aber da Triple H als Nummer 3 rauskommt, kann ich schon mal sagen, dass diese Einzugsreihenfolge nicht stimmt und dass es alles zu wild wird. Ich weiß selber nicht, wer jetzt kommt. Ich weiß nicht, wer kommt. Nummer 4 wird sein. Ich habe das nicht gescriptet. Erstmal kommt der Boss von BCW und dann kommt Cena im Anzug. Jawohl, John Cena auf Mission, hat gesehen, Triple H geht rein. Natürlich kommt dann John Cena und sagt, ich habe auch Bock. Jawohl, John Cena im Anzug nimmt Bobby Lashley jetzt auseinander. John Cena, wird es eine Powerbomb? Nein, Bobby Lashley, Sunset Flip Counter. Pins gibt's hier nicht. Was macht Triple H? Spinebuster wahrscheinlich. Nein, AJ Styles, Windmill Kick geht daneben. Und Triple H eliminiert die Ersten! Den Ersten! AJ Styles, Kenny Omega, hör mal auf! Kenny Omega! Mit seinem Debüt! Im Universe Mode, im fucking Royal Rumble! Kenny fucking Omega! Nimmt sich direkt Bobby Lashley. Der Royal Rumble, meine Ladies and Gentlemen, ist All Elite. Bam, John Cena mit dem Slam gegen Triple H. Chop da von Kenny Omega und Superkick hinterher gegen Bobby Lashley. Was passiert hier im Royal Rumble? Was passiert hier? Und Chop und SEO, das ist der nächste, das ist The Rock. German Suplex von Dwayne The Rock. Dwayne The Rock Johnson, Triple H, Kenny Omega, Bobby Lashley, John Cena im selben Ring. Und was macht denn Triple H da mit Dwayne Johnson? Ladies and Gentlemen, The Rock Nummer 6, Royal Rumble. Bam, Clothesline geht daneben. Was passiert hier? Kenny Omega, Pump Handle, Backbreaker. Und Seth freaking Rollins kommt doch. Was passiert? Was ist. Jetzt werden hier aber alle rausgeschossen, die irgendwie noch Backstage sind. Da ist Seth Freakin' Rollins. Der heute Nacht noch entthront worden ist von Walter. Was passiert? Drain, The Rock Johnson hat Triple H auf den Schultern. Geht nicht gut. AJ Styles, bisher der Einzige, der eliminiert worden ist. Und das von Hunter Hearst Helmsley. So, Neckbreaker geht nicht durch. Wer ist der Nächste? Who's next? Es ist Chris Jericho! Chris Jericho, Y2J, gibt sein In-Ring-Comeback. Chris Jericho ist wieder da beim Royal Rumble in einer vollen Arena. Und da kommt jetzt mal John Cena mit einer Sit-Out-Powerbomb. Und Cena nimmt sich The Rock. Cena nimmt sich The Rock. Kenny Omega bleibt bei Bobby Lashley und Kenny Omega eliminiert Bobby Lashley. Die ersten beiden in diesem Royal Rumble sind draußen. Die Frage ist, wer ist der Nächste? Und Seth Rollins.
eliminiert nicht und Katsushika Okada ist der Nächste. Katsushika Okada ist der Nächste, der sich nicht gegen Roman Reigns durchsetzen konnte. Ist der Nächste Backbreaker dagegen oder Gutbuster gegen Chris Jericho. Was macht Triple H? Nimmt sich Seth Rollins. Restio. Boah, da kommt Triple H von hinten gegen Kenny Omega und zieht ihn komplett runter. Katsushika geht auf John Cena. Und Okada eliminiert Triple H. Eliminiert den Nächsten. Nach Bobby Lashley. Auch noch. Nee, es war Dwayne Johnson. Okada eliminiert Dwayne Johnson. Drew McIntyre als Nummer 10. Drew McIntyre, two-time BCW World Champion, ist die Nummer 10 im Match. Und pusht sich erstmal. Gefällt Triple H gar nicht. Der eliminiert Triple H. Und John Cena wird eliminiert von Y2J Chris Jericho. Chris Jericho. Und Pedigree! Von Trips gegen Drew McIntyre. Hey, heißt ihn erstmal so willkommen. Ist das erstmal eine Ansage? Triple H. Was macht Triple H? Weiß nicht, wohin mit Drew McIntyre. Was macht Triple H eigentlich da? Ja. Das passiert, wenn man spazieren geht mit dem Scottish Warrior. Who's next? Edge. Edge ist Nummer 11. Oh, jo, 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 jo. Und Dwayne Johnson ist raus, Alter. Oh, der Kick, das Knee, das Bicycle-Knee von Kenny kam nicht durch. Aber es ist egal, Uranagi. Rolling Elbow kommt nicht durch. Katsushika Okada davor, Seth Rollins zu eliminieren. Er kommt aber noch hoch mit seinem Fuß. Reverse Uppercut von Y2J. Was passiert hier? Chop von Kenny. Krawatte, Neckbreaker von Chris Jericho. Wer ist Nummer 12? Das ist Braun Strowman. Das unbewegliche Objekt ist die Nummer 12 im Ring. Chris Jericho mit einer harten Kick-Kombination gegen Hunter. Braun Strowman schnappt sich direkt Triple H. Oh, Leg Drop von Katsushika. Der guckt nochmal ein bisschen. Oh, was ein Elbow! Der Judas-Effekt von Y2J gerade gegen Seth Rollins. Harte Aktion. Oh, und Triple H fliegt gegen Strowman. Omega chopped Edge zum Boden. Y2J nimmt sich Rollins. Gute Aktion. Harter Schlag von Edge. Harter Chop da von Katsushika Okada. Okada, Omega, Edge. Drew McIntyre muss Omega eliminieren. Da fallen mir die Worte. Braun Strowman eliminiert Triple H und Edge eliminiert Kenny Omega. Der zwei eliminiert hat Drew McIntyre, DDT gegen Seth Freakin' Rollins. Edge gegen Strowman, wer von beiden ist schneller? Und da, Okada eliminiert Chris, Y2J, Jericho, The GOAT. Le Champion ist raus, Rolling, Bomb Smash von Rollins. Der sucht sich nun Drew McIntyre, möchte McIntyre eliminieren. Who's next? So. Was als nächstes? Der Timer läuft wieder. Ich gehe wieder nach oben. Ich war gerade sehr hart irritiert. 4, 3, 2, 1. Jey Uso. Der erste aus der Bloodline. Der erste Downer. Der erste Downer, der reinkommt. Das bei Nummer 13. Kannst du dir nicht ausdenken. Naja. Und Jey Uso hat Bock. Aber kassiert direkt von Edge. Kassiert von Edge in DDT. Katsushika geht gegen Seth. DDT von Drew McIntyre nochmal hinterher. Was passiert hier? Der nächste und Katsushika haut rein. Seth Rollins eliminiert Okada. Aber mit großer Liebe. Wer ist der nächste? Es ist Batista. Dave Bautista. Hat Bock. Hat Bock. Dave Bautista. Gegen Braun Strowman. Erstmal gibt's auf dem Rücken und da geht Batista zu Boden. Und German Suplex von Seth Rollins. Gegen McIntyre. Die hassen sich. Die hassen sich richtig. Was ein Job. Hart rechter Schlag da von Seth. Wird aufgehalten von Electric Chair von Edge. Wird aufgehalten von Edge und Jeff Hardy Nummer 15.
Und Jey Uso haut rein. Powerbomb nach draußen von Drew McIntyre. Ciao rein, Jey. Oh, das Scottish Kiss kommt nicht durch. Batista ist schneller. Batista gegen Drew McIntyre. Oh, da kommt der Glasgow Kiss. Und Braun Strowman ist kurz davor, Seth Rollins zu eliminieren. Er kann aber nur wieder reinkommen. Und Braun Strowman geht zu Boden. Wer ist der Nächste? Oh, Edge hat Probleme gegen Jeff Hardy. Edge hat Probleme. Ist Brock Lesnar! Powerbomb von McIntyre gegen Batista. Und Brock Lesnar, unsere Nummer 16, ist im Match und sieht Batista. Und geht auf Drew McIntyre. Was ein One-Handed Chokeslam da von Braun Strowman. Brock Lesnar nun dabei, Drew McIntyre zu eliminieren. Und war's das? Hau rein! Drew McIntyre ist raus und Brock Lesnar kommt direkt in deiner Eliminierung gegen Drew McIntyre. Das ist erstmal eine Ansage. Und Brock Lesnar sucht sich Seth Rollins. Die ganzen Rivalen aus der Vergangenheit. Nakamura ist Nummer 17. Brock Lesnar, Seth Rollins. Brock Lesnar, Seth Rollins. Kurz gedacht, jetzt kommt ein F5. Und ein Voice Crack. Brock Lesnar trägt Seth Rollins jetzt mal durch einen halben Ring, um dann F5 zu geben. So, Batista. Jetzt mit einer wichtigen Aktion. Sidewalk Slam von Braun Strowman. Edge geht auf Strowman. Batista geht auf King Nakamura. DDT. Und Brock Lesnar. Will's wissen. Brock Lesnar. Will's wissen. Eliminiert Seth freaking Rollins. Und Kevin Owens, die Nummer 18. King Kevin Owens ist die Nummer 18. Kommt als nächstes Stars Kev. Trägt die Flagge von BCW hoch. Will beweisen, dass er Main Event Material ist, aber kassiert erstmal den Dropkick ab von Edge. Böse kassiert Strowman und Batista gerade gemeinsam gegen Brock Lesnar. Und da gibt's die Batista Bomb. Die Batista Bomb und Spear gegen Owens. Spear gegen Kevin Owens, Batista Bomb gegen Brock Lesnar. Jetzt kommt Nakamura. Und Edge auch nochmal Powerbomb gegen Owens. Und Jeff Hardy mit der Swanton Bomb auch nochmal gegen Owens. Der hat gar keinen Bock. Und Twist of Fate gegen Batista. So, wer ist der Nächste? Daniel Bryan. Bryan Danielson, Nummer 19. Es hört nicht auf. Es hört aber auch nicht auf. Was ist denn hier los? Daniel Bryan nun im Ring mit Top. Mats Lesnar gleich. DDT. So, und Daniel Bryan und Batista, die kennen sich. WrestleMania 30, wir wissen. Main Event, beide. Mit Randy Orton damals. Batista war es, der am Ende aufgegeben hat. Der Bryan Danielson zum Doppel-Champion gemacht hat. Und der kassiert jetzt wahrscheinlich eine Aktion von Brock Lesnar. Ja, Head Suplex. Military Press von Strowman. Und hat Edge rausgeschmissen, Junge. Was passiert da? Fisherman Suplex Lesnar. Lesnar sucht sich nun Batista. Lesnar versucht Batista zu eliminieren. Schafft er es, den nächsten rauszukriegen? Schafft er es, den nächsten rauszukriegen? Und Lesnar eliminiert auch noch Batista. Lesnar hat Bock. Brock Lesnar. Eliminiert die Bestie. Hat Bock. Brock Lesnar nimmt sich nur Nakamura. Roman Reigns, die Nummer 30, das passt ja. Das passt ja zur aktuellen Form von Brock Lesnar. Roman Reigns, nun drin, der ewige Intercontinental Champion. Sieht auch schon Brock Lesnar, aber der ist schneller. Nein, Reigns kontert. Reigns gegen Lesnar. Back Suplex. Nakamura in der Zwischenzeit gegen Kevin Owens. Und Beinbuster gegen Daniel Bryan. Von Strowman, harter Suplex wahrscheinlich. Nein, Konter Kevin Owens in German Suplex von Brock Lesnar. Konter von Danielson und MJF ist die 21, Ladies and Gentlemen. Und Brock Lesnar mit dem F5 gegen Roman Reigns. Jawohl. F5 von Brock Lesnar. Der hat Bock, der möchte den Main Event von WrestleMania. Schon wieder. Aber diesmal ohne Roman Reigns. Brock Lesnar eliminiert. Nein, eliminiert nicht Reigns. Springt daneben. Springt daneben und Kevin Owens denkt sich, Junge, was willst du? Hau rein, Digga, Uppercut.
Exploder und MJF ist wieder draußen. MJF, so schnell wie er kam, war er wieder weg. Logan Paul Nummer 22. Wir hatten Dwayne The Rock Johnson, wir hatten Kenny Omega in diesem Royal Rumble und es sind alle schon draußen. Unfassbar. Unfassbar. Logan Paul hat erstmal Bock, gefällt Daniel Bryan gar nicht und schlägt ihn erstmal. Pam. Und wieder ein Suplex da von Lesnar. Und dann kommt immer wieder Kevin Owens. Immer wieder Kevin Owens und beide. Kevin Owens und Roman Reigns gegen Lesnar. Logan Paul kommt da mit harten Schlägen. Neckbreaker von Reigns. Und Kevin Owens, kurz davor eliminiert zu werden, von Nakamura und Kevin Owens wird eliminiert von Nakamura und Lesnar kommt und haut direkt die Clothesline raus, hat nur drauf gewartet, um Nakamura zu eliminieren und Cesaro ist Nummer 23. Claudio Castagnoli, die 23. Da kommt Strowman, Fallaway Slam. Fallaway Slam? Power Slam, so. Kurz Wortfindungsstörung und Exploder von Cesaro. Der geht auf Roman Reigns und Logan Paul haut rein. Braun Strowman eliminiert Logan Paul. Und was ein Chop. Lesnar hat Probleme und Running Knee geht nicht durch. Das Running Knee von Daniel Bryan ging gerade nicht durch. Lesnar schnipst ihn einfach weg. Und Lesnar hat Probleme. Braun Strowman sieht Lesnar, dass er taumelt. Hat aber keinen Bock, sich jetzt auf ihn zu fokussieren. Geht lieber auf Roman Reigns und Finn Balor. Ach, Nummer 24, Exploder. Bam, das kommt das Knie von Strowman. So, Finn Balor, nun im Match. Kriegt Daniel Bryan zu tun. Kriegt es mit, Daniel Bryan. Schon Uppercut von Cesaro. Brock Lesnar wieder mit harten Schlägen, harten Tritten, harten Kniestößen. Brock Lesnar ist eine Wand und da kommt die rechte Vorarm, der rechte Vorarm, Junge. Da geht er zu Boden, Ellbogen davon. Bray Wyatt wieder, dieser Spinebuster, diesmal gegen Cesaro. Und da ist der nächste F5 von Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Und Sheamus ist 25. Sheamus ist Nummer 25, Roman Reigns ist tot am Boden. Und das ist dumm von Lesnar. Warum? Warum geht er auf Balor? Warum geht er auf Balor? Aber der Bar, beide im Royal Rumble nun. Und ich glaube, Finn Balor wurde gerade eben eliminiert von Brock Lesnar. Tatsächlich. Finn Balor wurde eliminiert. Ein Powerbomb da von Cesaro. Kurz gezogen. Wer ist Nummer 26? Und Cesaro geht auf Sheamus. Johnny Gargano. Nummer 26. Belly to back. Roman Reigns hat Bock. Big Boot von Reigns. Und nun in Braun Strowman und Brock Lesnar vor. Der hat mit Abstand die meisten Eliminationen in diesem Match. Definitiv. Aber Lesnar ist immer noch da. Lesnar ist da, kassiert aber die Rechte. Und der nächste F1 gegen Daniel Bryan. Jawohl. Und kommt durch. Brock Lesnar hat Bock. Haut die nächsten raus. Miro, Nummer 27, hat sich auch qualifiziert. Wir erinnern uns. In den Wochenshows. Bam, Fisherman, Buster, Suplex, was auch immer. Da ist Miro. The Bulgarian Brute. Im Match Johnny Gargano steht kurz davor, eliminiert zu werden und geht raus. Der Bar eliminiert Johnny Gargano. Im Teamwork. Und Brock Lesnar sieht wieder Roman Reigns. Hat ihn wieder. Sein nächstes Ziel. Und da kommt der Suplex. Und das ist hart. Alabama Slam von Sheamus gegen Miro. Sidewalk Slam von Braun Strowman. Oh, jetzt kommt aber Roman Reigns vielleicht Headbutt gegen Lesnar. Und harte Schläge. Oh, das ist ein Power Slam da von Strowman gegen Cesaro. Brock Lesnar taumelt, aber Brock Lesnar kann immer noch stehen gegen Roman Reigns. Das ist ein hartes Duell da. Hartes Duell. Was macht's? Kurz gedacht, Sheamus eliminiert Cesaro. Aber nein, Braun Strowman eliminiert Miro Military Press. Braun Strowman auch mega gutes Match bisher, hält sich sehr lange durch. Und jetzt ist es passiert. Nein, John Moxley, Nummer 28, kann er seinem Shield-Bruder helfen, der jetzt eliminiert wird? Brock Lesnar eliminiert Roman Reigns.
Brock Lesnar eliminiert Roman Reigns, hat jetzt, glaube ich, seine 5. Eliminierung. Und da kommt nochmal der... Eine harte Aktion. Was macht Lesnar? Bridging Suplex. Lesnar nimmt sich hier nun Moxley, die hatten auch eine Vergangenheit. Bam, wieder Powerbomb da von Cesaro. Bam, 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 zeigt die Kanonenschüsse. Und wieder rennt Bryan Danielson in diesen Spinebuster von Braun Strowman. Der ist Nummer 29 und guckt euch die... Shane McMahon, ich kann nicht mehr. Shane McMahon Nummer 29 in diesem Match. Guckt euch die Kraft von Cesaro bitte kurz an. So, Shane McMahon im Match. Shane O'Mac, Comeback. Wieder zum Royal Rumble, harte Clothesline von Lesnar. Uppercut von Cesaro. Shane McMahon shuffelt, Shane McMahon shuffelt. Oh, Moxley. Wow, da kam der Ellbogen, Junge. Gegen Danielson. Und wer ist Nummer 30 beim Royal Rumble dieses Jahr? Es ist Bray Wyatt! Bray Wyatt! Und da kommt der Brokick von Sheamus gegen seinen Teampartner. Bray Wyatt, Nummer 30. Hier kann alles passieren. Und Bro, nee, da kommt das Knie. Und John Moxley wird eliminiert von Braun Strowman. Braun Strowman eliminiert John Moxley. So, Daniel Bryan gegen Shane McMahon. Daniel Bryan gegen Shane McMahon. Was passiert mit Shane McMahon? Daniel Bryan ist immer noch dran. Uppercut! Und so Power Slam von Lesnar. Ein böser Power Slam. Chop. Und was ein Running Knee! Von Bryan Danielson. Und was macht Lesnar? Was macht Lesnar? Will Wright eliminieren. Strowman haut Sheamus einfach komplett weg und Cesaro eliminiert Sheamus. Cesaro eliminiert Sheamus. Cesaro eliminiert Sheamus. So, Bray Wyatt nimmt sich nun Brock Lesnar vor. War es das? Nein. Shane McMahon gegen Bray Wyatt. Cesaro gegen Brock Lesnar. Braun Strowman gegen Daniel Bryan. Das sind die Paarungen. Face first. Lesnar kam als Nummer 16 in dieses Match, möchte ich nur erwähnen. Der hat Bock. Uppercut von Bryan Danielson. Nochmal harte Schläge von Lesnar. Und er macht immer noch weiter. Cesaro blutet. Cesaro blutet. Und so wechseln die Teampartner. Harte Rechte von Lesnar. Strowman gegen... Sheamus wird und Bray Wyatt ist das nächste Bauernopfer von Brock Lesnar und Daniel Bryan geht raus. Nur noch Sheamus. Sheamus. Und Braun Strowman wird eliminiert. Nur noch Lesnar. Nur noch Cesaro. Nur noch Shane O'Mac. Wer headlined WrestleMania? Wer headlined WrestleMania? Shane O'Mac mit einer Kombination. Nein. Cesaro rettet Brock Lesnar. Cesaro rettet Brock Lesnar. Shane O'Mac hätte die Sensation überhaupt machen können, aber nein. Was passiert hier? Wer ist Nutznießer aus dieser ganzen Thematik? Und hier, was ein Armdrag von Shane O'Mac. Und kassiert den Floatover DDT von Shane McMahon. Shane McMahon, Cesaro, Brock Lesnar. Cesaro und Sheamus, gerade im 1 gegen 1. Brock Lesnar guckt sich das ganz gut an. Pusht sich. Was ein Suplex da. Von Cesaro. Und da freut sich Lesnar. Habt ihr das gesehen? So, aber fliegt. Shane McMahon gegen... Shane McMahon. Boah, was ein Fistdrop.
eliminiert Shane und was ein DDT eliminiert Shane McMahon Brock Lesnar. Was passiert da gerade bitte mit Brock Lesnar und Shane McMahon? Was macht Shane McMahon mit Brock Lesnar? Wieder harte Schläge. Nein! Shane McMahon eliminiert Brock Lesnar. Shane O'Mac eliminiert Brock Freaking Lesnar. Nur noch Cesaro und Sheamus. Shane, ich sag immer Sheamus. Nur noch Shane McMahon und Cesaro. Und Cesaro. Gewinnt Cesaro den Royal Rumble? Ja! Cesaro gewinnt. Cesaro ist der Gewinner unseres diesjährigen Royal Rumbles. Ach du meine Güte, Alter. Unfassbar. Cesaro geht nach WrestleMania. Oh Junge. Oh Junge. Cesaro. Was haben wir hier heute gesehen? Das war der Royal Rumble dieses Jahr, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Expect the unexpected Cesaro. Wer hätte denn damit rechnen können, dass Cesaro den Royal Rumble gewinnt? Ich nicht. Ich nicht. Gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es fandet. Wie gesagt, es war random zugewürfelt am Ende. Deshalb kamen auch die ganzen Big Boss Männer relativ zum Anfang des Matches. Ja, wenn ich jetzt an The Rock denke, eigentlich sollte The Rock als Nummer 29 reinkommen und als Nummer 30 war Chris Jericho gedacht, aber irgendwie dann doch nicht. Naja, gut. Egal, wir haben das Beste draus gemacht und dann, ja, Cesaro. Cesaro!